Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute mal ein neues Video von mir. Ein Mystery-Paket hat mich erreicht. Ein Mystery-Paket von einem neuen fucking Freaks-Kollegen, von dem guten Oliver, von dem Kanal Der Filmonkel. Und für die Leute, die es bis hier noch nicht mitbekommen haben, ja, wir fucking Freaks haben uns vergrößert. Wir haben ganze 7 neue fucking Freaks-Kollegen und ich bin mega happy, richtig finde ich ganz, ganz toll. Eine traurige Mitteilung muss ich machen. Ein fucking Freaks-Kollege, ein älterer fucking Freaks-Kollege, also ein jüngerer, älterer, also wie auch immer, und zwar der Collector 91, der ist nicht mehr bei den fucking Freaks dabei. Er spezialisiert sich eher jetzt auf Mode und so ein Gedöns, mehr so Fashion. Und ja, Kevin, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß, viel Erfolg. Vielleicht wirst du noch entdeckt und bist irgendwann noch beim Mooshammer. Ne, Mooshammer ist ja gar nicht mehr da, der ist ja schon lang faul. Ja, wie gesagt, wir haben neue Fucking Freaks-Kollegen. Das ist einmal der, wie schon eben erwähnt, der Oliver von dem Kanal Filmonkel. Dann haben wir den Marcel, den Filmbörsenonkel. Und dann haben wir den, ich habe mir es tatsächlich aufgeschrieben hier. Ich habe den eben Video schon mal abgedreht und ich hatte mein Schätzchen vergessen, den Rainer von Rainer Movies. Ich war fast fertig mit dem Video, wollte schon anfangen, das Paket aufzumachen und ich hatte den Rainer vergessen. Damit mir das nicht passiert, habe ich mir das alles aufgeschrieben. Ja, dann haben wir den Alex von Aquivels Filmecke, dann den Mario von dem Kanal Cinemario, dann haben wir den Mike von Cybertronian Soldier und dann den unseren lange Filmlörers, den Butal Matti, den Sebastian und den ich natürlich vergessen hat, den Rainer von Rainer Movies, ne? Und bevor ich das Paket aufmache, ich weiß gar nicht, wie nenne ich das Video dann? Mystery-Paket mit kleinem Vlog. Nein, Vlog wollte ich eigentlich niemals machen auf meinem Kanal, mit einem kleinen Vorwort. Bei dem letzten Video habe ich ja ein Mediabook geunboxed und ich muss ganz ehrlich sagen, vielen, vielen Dank. Ich bin immer wieder überrascht, wie sich manche Abonnenten, wie genau die sich meine Videos anschauen und wirklich vielen, vielen Dank. Mir wurde ja auch mitgeteilt, dass bei dem Mediabook Maneater eine Disc mit Fehler behaftet sein soll und habe auch sofort gestern Sinistrange Extreme, wie auch der Vertrieb heißt, habe ich ja kontaktiert. Es hat auch wirklich nicht lange gedauert. Wirklich eine Stunde kam sofort schon die Antwort, dass sie es vernommen haben, brauchen meine Adresse und ich würde umgehend die Austauschdisk bekommen. Das heißt, Jungs, wenn einer von euch das Mediabook hat und es ist auf jeden Fall eine Austauschaktion verfügbar. Da soll eine Disc, ich glaube, die mit der italienischen Zensurfassung, da soll es ein Problem geben. Muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt alle Disc mal im Player gehabt und bis jetzt laufen bei mir noch alle. Wie gesagt, ich habe die angeschrieben. Innerhalb kürzester Zeit kam sofort eine Antwort von wegen, kein Problem, kriegst du, gib die Adresse und fertig. Das zum einen. Und ich finde es immer ganz toll, wenn ich zum Beispiel ein Paket öffne oder ein Mediabook öffne und lese was falsch vor, tu was falsch aussprechen. Da sind immer so ein paar Füchse darunter, die tun mich dann auch in den Kommentaren unten verbessern. Auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Aber könnt ihr euch eigentlich schenken, weil ich da drauf nichts gebe. Ne? Auch mit meinen Englischkenntnissen, wenn ich dann was falsch ausspreche, wie zum Beispiel Head, Heat. Manchmal macht man das auch mit Absicht, aber ist egal. Ich denke mal, die Leute, die auf meinem Kanal hier rumgammeln, die haben das mittlerweile auch schon gemerkt. Und mittlerweile macht man auch so schon seinen Spaß daraus. So, ja. Wie gesagt, machen wir noch ein Paket auf. Und ich hatte ja vor kurzem ein Mystery-Paket vom Rainer gehabt. Und eigentlich war ja mit dem Rainer abgeklärt von wegen, wir machen ein Mystery-Paket, tun wir uns gegenseitig tauschen. Mit 10 Filmen, 5 Blu-Rays und 5 DVDs. Ja, der Rainer hat es natürlich übertrieben, hat mir natürlich, ich weiß gar nicht, wie viele Filme das waren, 25 Filme reingelegt. Es war wirklich eine nette Geste, Rainer. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich will mich auf keinen Fall beschweren, aber eigentlich hatten wir ausgemachte 10 Filme. Das ist natürlich wieder blöd für mich.
Jetzt, ich habe 10 Filme losgeschickt und er schickt mir 25 Filme. Ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Dann kriege ich dann natürlich ein schlechtes Gewissen. Dann heißt es, guck mal, was der Patrick da geschickt bekommt und er schickt dem Rainer nur 10 Filme. Weil abgemacht war abgemacht. Ne? So, jetzt habe ich natürlich ein Mystery-Paket, haben wir getauscht mit dem Olli, mit dem Filmonkel. Nicht Olli, er mag das nicht. Er mag dann lieber Oliver genannt werden. Also der Filmonkel, der Onkel. Ne? Haben wir dann auch einen Deal gemacht. Ich schicke ihm 10 Filme, 10 bestimmte Filme, die hätte er ganz gerne und die soll er auch von mir bekommen. Er hat natürlich gesagt, er hat jetzt momentan keine 10 Filme, die er locker machen könnte, also die er entbehren könnte, würde aber ganz gern diese 10 Filme haben, die ich da angeboten habe in der Gruppe. Und dafür möchte er mir ein besonderes Paket zusammenschnüren, was nicht nur unbedingt nur mit Filmen zu tun hat. So, Paket ist schon ganz schön groß. An dieser Stelle, Oliver, vielen, vielen Dank. Prima, es müssen nicht immer Filme sein. Und ich denke mal, wir machen das jetzt einfach mal auf. Jetzt habe ich schon viel zu viel geschwätzt. Wir sind schon bei 6 Minuten. Und ja. Ich glaube, der Papa rasiert sich demnächst alles wieder weg. Es nervt. Ich bin nicht der Typ dafür. So, zack. Zack. Soll ein bisschen vorsichtig aufschneiden. Irgendwas hat er da gesagt. Irgendwas wäre da, keine Ahnung. Zack. So, Paket ist off. Jetzt gucken wir mal da rein und ja, mal schauen, was da alles so drin ist. So. Pappe. So sieht der Paket aus. Mach's auf. Und der hat mir dann Pappe reingelegt. Finde ich ganz. Ja, kann ich auf jeden Fall. Ja, ich brauche sowieso Kartons. Ja, ich wollte dem Herrn Speyer noch ein Paket schicken und meinem Kollegen Timo. Ich habe hier was Schönes liegen für den Timo. Und das soll er natürlich noch erhalten. Dann hört er gar nicht mehr auf. So, womit von. Ach du Scheiße, was ist das denn? Guckt euch das mal an. Was ist das dann? Ist das so ein Chupa Chupa Bonbon? Allmächtiger Super Pops. Ich habe eigentlich so schön abgenommen, aber. Keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich Bonbons oder Lutscher. Prima. Upala. So, dann haben wir hier Weingummis. Jede Menge Weingummis. Was haben wir denn? Was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Was ist Fruchtgummi? Einmal hier. Fruchtgummis. Original holländische Qualität. Vielleicht ein bisschen mit Hasch drin. Wo legt er denn mal hin? Oh, quasi liegt das Mediabuch noch. So. Dann haben wir hier, ja, Haribo. Haribo macht Kinder froh. Die Schlümpfe. Auch immer sehr, sehr gut. Dann schiebe ich immer der Chefin abends dahin, dann lässt sie mich in Ruhe und ich kann in Ruhe Fernsehen gucken und die kann dann da sich da das ganze Gummi ins Gesicht drücken. So, ja, das ist was für mich. Und zwar nimm zwei. Soft. Noch mehr Pappe. Und ist gleich die blaue Tonne voll. So, dann haben wir hier Sweet Game. Kenne ich auch nicht. Habe ich noch nie gesehen, die Verpackung. Sagt mir absolut gar nichts. Boogie Woogie. Keine. Und dann haben wir noch. Nochmal Sweet Game. Ja, und dann haben wir noch was. Ah. Ja, diese Anspielung, die muss hier natürlich sein. Der Filmonkel wendet, der Filmonkel wendet doch nicht immer nochmal so. Ich glaube, ein bisschen sind wir verwandt. Ich halte das jetzt einfach nur in die Kamera und werde das ohne Kommentar
Neben hinlegen. Oh, schau mal dem Auge. So, dann kommen wir jetzt hier, jetzt haben wir hier Filme. Und zwar einmal noch original verpackt. Warum ist das so, warum fühlt sich das so schwer an? Und zwar das originale Planet der Affen mit Charlton Heston. Für mich immer noch ein Meilenstein von allen Science-Fiction-Filmen. Absolut grandios, Astronaut Taylor, ja, auf dem Planet der Affen, wirklich Hammer. Wirklich, ist auch noch original verpackt. Ja, Hammer. Ich habe zwar natürlich alle Filme mittlerweile auf Blu-ray, aber hier und da finde ich bestimmt jemanden, den ich damit eine Freude machen kann. So, dann haben wir hier Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep und noch so ein paar, und zwar die durch die Hölle gehen. Sagt mir im Moment absolut gar nicht. Menschenjagd im Dschungel von Vietnam. Hört sich eigentlich gar nicht mal so schlecht an. Christopher Walken geht eigentlich immer, und ja, Robert De Niro sagt mir wirklich nichts. Absolut nichts. Muss ich gucken, muss ich gucken, muss ich gucken, muss ich gucken. So, dann haben wir hier. Ach, oh. Was haben wir denn hier? Oh Gott, und zwar haben wir hier. Den hätten wir mal bei Lieber. Oh, der wäre mal bei Lieber gewesen, hier, das hier. Ach. Ich habe mich schon gefreut. Und zwar hier so. Das scheint so ein Lesbenporno zu sein. Die Rückseite kann ich euch nicht zeigen. Die ist sehr schmutzig. Aber auch, ja, gefällt dem Papa. So, und dann schiebe ich das jetzt nach unten. Das ist so schwer. Und was ist dann da drin? Sekunde, ich muss hier abdecken. Arschloch. Spider-Man. Ich hätte mich darauf gefreut jetzt, oder hätte ich Spaß gehabt. Wäre ich heute Abend mal wahrscheinlich ein bisschen länger aufgeblieben und hätte mich versucht, mal ein bisschen weiterzubilden. Allein wenn ich das auf der Rückseite schon sehe. Wow, sowas geht? Boah. Strapazierfähige Mädchen, ne? So, dann haben wir hier, und zwar die remasterte Fassung von Dune, der Wüstenplanet. Habe ich natürlich auch schon mal in der Sammlung. Habe ich sogar auf Blu-ray. Ach nee, das ist Herrschaft des Feuers. Wo ist Dune? Egal, doch hier. Die 318. Muss ich doch. Au, ah, mein Knie. Ah ja, ich habe eine Knie-OP hinter mir. Und ich kann mich nicht so bewegen. Es tut alles weh. Dune, der Wüstenplanet, habe ich natürlich selbstverständlich auf Blu-ray. Aber ein klasse Film, wer den nicht kennt, eine klare Empfehlung. Vor allen Dingen freuen wir uns alle darauf, wenn jetzt Dune, der Wüstenplanet, neu ins Kino kommt. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Mit einem Top-Cast, wirklich fantastisch, prima. Freut mich, wirklich freut mich sehr. Naja, das war's auch schon wieder. Paket ist leer. Ich sag mal so, Oliver, vielen, vielen Dank. Und darüber unterhalten wir uns noch. In diesem Sinne, Horrido, bis zum nächsten Mal, euer Filmangler.